Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was ich erstmal gut finde ist, oder was uns mit der demokratischen Opposition eint, ist das Entsetzen über die Bilder, die wir im Moment aus Moria bekommen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Was uns offensichtlich nicht eint, sind die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Denn was wir jetzt lernen können aus dem, was gerade geschieht, ist, dass die Strategie einer Festung Europa gescheitert ist. Dass die Strategie mit EU-Hotspots, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten, gescheitert ist. Und dass Griechenland alleine als Außenposten der Europäischen Union das nicht wird stemmen können, auch das haben wir aus diesen Ereignissen gelernt. Und ja, wir sind unbedingt dafür, Fluchtursachen zu bekämpfen, Herr Dreger. Fluchtursachen sind Krieg, sind Verfolgung. Aber wofür wir nicht sind, ist, Flüchtlinge zu bekämpfen. Und deswegen muss Schluss sein mit dieser Form der EU-Hotspots, die als geschlossene Lager, als quasi Gefängnisse auf den griechischen Inseln gehalten werden. Und die Situation ist ja nicht nur in Moria schrecklich. Die ist auch auf Samos schrecklich, die ist auf Chios schrecklich, die ist auf Kos schrecklich. Die Menschen dort haben keine Perspektive. Es dauert zum Teil Jahre, bis eine Entscheidung getroffen worden ist, weil die griechischen Behörden überfordert sind und weil die EU es nicht schafft, das, was sie eigentlich wollte, dort unterstützend zu wirken. Und deswegen haben wir in Moria jetzt 13.000 Menschen. Das Lager war mal ausgelegt für 3.000. Die Situation war auch vor dem Brand verheerend, und es ist das auch auf den anderen griechischen Inseln. Und deswegen bin ich froh, dass Berlin bereit ist, von den griechischen Inseln, nicht nur aus Moria, aufzunehmen. Und das ist ein wichtiger Schritt, auch wenn es erstmal nicht viele sind. Es ist ein wichtiger Schritt, deutlich zu machen, wir können nicht weiter zugucken, wie Menschen in diesen Lagern ihre Zukunft verspielen. Und da sind Kinder, da sind Jugendliche, da sind so viele Menschen, die wollen was noch in ihrem Leben, und sie vegetieren da in diesen Lagern vor sich hin. Und das kann es nicht sein. Das ist eine Schande für Europa. Europa war ein Friedensprojekt, die Europäische Union. Und jetzt ist es ein Lagerprojekt. Das dürfen wir so nicht stehen lassen. Und ja, Herr Dreger, wir wollen auch eine europäische Lösung. Aber eine europäische Lösung kann nicht sein, geschlossene Lager, kann nicht sein, Gefängnisse, kann nicht sein, dass Flüchtlinge ausgehungert werden und nichts zu trinken kriegen. Eine europäische Lösung muss sein, dass wir ein Aufnahmeregime finden, dass alle Länder sich daran beteiligen, dass den Flüchtlingen Zukunftsperspektiven, Integrationsmöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten geboten werden in Europa, in dieser Europäischen Union. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Nein, nicht Berlin blockiert eine europäische Lösung. Herr Seehofer blockiert seit Monaten die Aufnahme von Geflüchteten. Seit Weihnachten bemüht sich der Innensenator darum, dass wir endlich die Zusage bekommen, dass wir aufnehmen können. Nichts ist passiert. Jetzt bewegt sich ein klein bisschen was. Und 1.500 angesichts der vielen Menschen, die dort in den Lagern sind, sind tatsächlich auch nur ein erster Schritt. Und es muss das Ziel doch sein, dass der Druck, den jetzt Berlin, Thüringen, Bremen entfachen, dass der Druck, dass dann die Bundesregierung auf die anderen Regierungen entfachen, dass wir daraus einen Dominoeffekt hinkriegen, dass die gesamte Europäische Union bereit ist, aufzunehmen und zu einem Flüchtlingsregime zu kommen, was humanitär und an den Menschenrechten orientiert ist. Deswegen brauchen wir eine solidarische Lösung in Europa. Und dazu hat Berlin einen Anstoß gegeben, und das ist gut. Und wir sind nicht alleine. Bremen, Thüringen habe ich schon benannt. Es sind viele Städte in Europa übrigens, die Solidarity Cities, die bereit sind aufzunehmen. Ob Barcelona, Palermo, Bettina Jarasch hat das schon erwähnt. Das ist der Kern und der Schlüssel. Und wir haben über 120 Kommunen hier in Deutschland, die sind auch bereit, die haben sich zu sicheren Häfen erklärt. Wir haben Platz, wir können die Menschen jetzt aufnehmen, wir können diesen Dominoeffekt in Gang setzen. Und dass Seehofer sich überhaupt bewegt, ist auch nur dem Druck der R2G-Länder und dieser Städte und Gemeinschaften und Gemeinden zu verdanken. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Behauptung, die Aufnahmebereitschaft sei ein Pull-Faktor, das ist doch Quatsch. Die Leute sind doch schon geflohen. Sie brauchen jetzt eine Perspektive. Und deswegen müssen wir jetzt sehr schnell handeln. Wir haben Platz in Berlin. Wir haben Platz in vielen, vielen Gemeinden in dieser Republik. Wir haben viel Platz in Europa. Wir sollten mehr 2015 wagen, mit der Zivilgesellschaft sagen, Refugees welcome. Vielen Dank.